mit Bus und Bahn die Region erfahren. Ausflugstipps für die Region Hannover. Der Berggarten im Stadtteil Herrenhausen ist vielleicht nicht ganz so berühmt wie sein großer Bruder gegenüber, der große Garten. Aber er ist genauso sehenswert. Und das möchten wir Ihnen heute zeigen. Kommen Sie einfach mal mit, schauen Sie sich den an. Bevor wir aber so richtig eintauchen in die Naturschönheiten des Berggartens, verrät uns die Direktorin der Herrenhäuser Gärten, Dr. Anke Segert, was diesen botanischen Garten sehenswert macht. Weil man hier eine Pflanzenvielfalt hat, die ihresgleichen sucht. Ich sage jetzt mal großspurig, auch in Deutschland ziemlich einmalig ist, weil wir ein botanischer Schaugarten sind. Also wir kultivieren nicht wie andere botanische Gärten nur reine Wildformen oder das, was die Natur uns bringt, sondern wir dürfen auch Sorten zeigen. Da geht einer Gärtnerin natürlich das Herz auf, weil wir dann ein großes Repertoire zum Beispiel an Rittersporn zeigen können. Und wir haben die größte Orchideensammlung der Welt und die wahrscheinlich auch wichtigste, weil sie sehr umfangreich ist, sehr artenreich im Vergleich zu vielen anderen botanischen Orchideensammlungen der Welt. Dass ein Besuch des Berggartens auch einen persönlichen Mehrwert hat, davon ist die Direktorin überzeugt. Was Sie auf jeden Fall mitnehmen können, ist Anregung für Ihren eigenen Garten. Wir haben hier ja jeden Lebensbereich, den wir im Pflanzenreich haben. Wasser, Sonne, den Gehölzrandbereich oder das Gehölz beispielsweise, unter dem wir jetzt auch stehen. Und dort können Sie gucken, was wächst denn da und was kann ich vielleicht auch oder was mag ich leiden und was würde auch in meinem heimischen Garten interessant sein. Dazu führt sie uns in einen Abschnitt des Berggartens, den Staudengrund. Wir gehen jetzt durch den Staudengrund. Ich finde, einer der schönsten Bereiche hier im Garten, weil sich hier ein Wasserlauf so durch den ganzen westlichen Garten zieht und uns ganz viele verschiedene Lebensbereiche offenbart. Wir haben hier Froschgequake, wir haben aber auch tolle alte Gehölze, viele Schmuckstauden und es ändert sich eigentlich von Woche zu Woche. Wir könnten tatsächlich bei Ihnen einen Garten planen, der immer blüht. Unser nächstes Ziel ist das Paradies. Ein ovaler Bereich inmitten des Gartens, der vor 150 Jahren angelegt wurde. Hier stehen Rhododendren, Azaleen und Magnolien. Dieses Paradies ist einer der ältesten Gartenteile. Und hier hat man die ersten Rhododendren aufgepflanzt, die über England dann hier nach Deutschland kamen. Und aufgrund dieser riesen Blüten, die man natürlich bei uns in der heimischen Vegetation nicht kannte, hat man geglaubt, das ist so ein oder hat sie als eine paradiesische Pflanze bezeichnet und hier auch einen geschützten Raum gefunden, um sie zu präsentieren. Ein besonderes Erlebnis bietet im Berggarten auch die sogenannte Süntelbuche mit ihrer bizarren Wuchsform. Sie ist mittlerweile über 100 Jahre alt und bedeckt mit ihren kreuz und quer wachsenden Zweigen eine Fläche von 750 Quadratmetern. Eine Pergola stützt einige Zweige, sodass man inmitten der Buche stehen kann. Also das ist wirklich was ganz Typisches für so eine Süntelbuche. Wenn die ein Hindernis hat, dann überwallt die das. Sie hat hier zum Beispiel das Rohr komplett eingeschlossen. Und diese beiden Stämme hier fließen ja da oben auch zusammen und wachsen zusammen weiter. Auch sowas haben wir an vielen Stellen an dieser Süntelbuche, was ziemlich charakteristisch und einzigartig ist. Dann erfahren wir ein Geheimnis, das für die Unterhaltung des Berggartens nicht ganz unwichtig ist. Was wirklich für den Berggarten toll ist, dass wir uns das Wasser aus der Leine ziehen dürfen. Also wir haben Wasserrechte seit dem 17. Jahrhundert, die auch nicht kündbar sind. Und so können wir der Leine Wasser entnehmen, es durch unseren Garten leiten und es auch zur Bewässerung benutzen und geben es dann über die Kanalisation und das Klärwerk der Leine wieder zurück. Also wir haben ein Rohrleitungssystem von der Leine bis hier in den Berggarten hinein. Zum Abschluss unseres Besuches werfen wir noch einen Blick in das Orchideenschauhaus. Also hier im Orchideenhaus haben wir eine der bedeutendsten Orchideensammlungen der Welt und sicherlich auch die umfangreichste. Und im Schnitt sind immer ungefähr 800 verschiedene Orchideen hier zu sehen und können eigentlich ständig was Neues zeigen. Zweimal in der Woche wechseln wir die Pflanzen. Das bedeutet, dass wenn eine Orchidee abgeblüht ist, kommt sie in die Anzuchthäuser, die genau auf die Temperatur abgestimmt ist, die die Pflanze braucht.
Wir haben da 5 verschiedene Temperaturzonen und dort wird sie kultiviert, bis sie blüht und dann kommt sie hier hoch. Und die wichtigste Frage wie immer zum Schluss, wie komme ich hier hin? Nun, ganz einfach, mit der Stadtbahn Linie 4, Linie 5 vom Kröpke, weniger als 10 Minuten und schon ist man hier.